hier habe ich schon so eine kleine Menschenstadt errichtet, hier auch mit so einem großen Turm. Gaming VS, let's play, let's go, heute mit Pocket Build, entwickelt von Moonbeer Ltd. und ist im App Store für 2,29 € zu haben. Und hierbei handelt es sich um eine Aufbausimulation der besonderen Art. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier dieses Video für euch mache. Und zwar, ich spiele ja sehr gerne Aufbausimulationen, so wie ihr wahrscheinlich auch. Und was ist das Nervige? Die Spiele, die sind kostenlos, finanzieren sich durch irgendwelche In-App-Käufe und man muss immer stundenlang warten, etc. etc. Und hier hat man wirklich die Möglichkeit, von Anfang an alles zu bauen, was man will. Jetzt seht ihr natürlich oben hier ein bisschen Holz, Essen oder Nahrung halt und Gold und Einwohner. Es gibt natürlich auch spezielle Gegenstände oder Gebäude, die ihr dann eben mit den oben genannten Ressourcen dann herstellen könnt. Aber halt alles ohne In-App-Käufe und ihr kriegt das alles auch relativ schnell hin. Und man kann auch sofort ganz viel bauen, so viel man will, ohne dass es irgendwelche Ressourcen kostet. Und hat hier dann halt wirklich die Möglichkeit, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Wie bewegen wir uns hier? Also wir können hier mit dem Touchscreen, wie ihr sehen könnt, es läuft auch echt sauflüssig, nach links und rechts swipen, stufenlos zwei Finger zoomen und mit den zwei Fingern dann natürlich auch hier den Blickwinkel verändern, also um 360 Grad oder sogar auch nach oben und wieder nach unten. Und alles, was ihr hier seht, alles, also ich meine alles, von der Wiese bis zu den Brücken, bis zu den Bäumen, also ich habe hier alles komplett selber gebaut. Ich meine, man kann das auch hier oben so ein bisschen sehen, das ist noch so ein bisschen kahl. Da habe ich mich noch nicht so, da habe ich noch keine Idee, was ich denn da so machen werde. Hier habe ich schon so eine kleine Menschenstadt errichtet, hier auch mit so einem großen Turm. Mit so einer Krypta oben drauf, keine Ahnung, sah irgendwie cool aus. Und hier weiter hinten dann eben außerhalb der Stadt in Anführungsstrichen nochmal so ein kleines Förstergebiet. Ja, ich zeige euch nochmal ganz kurz hier die Baumöglichkeiten. Also hier haben wir dann halt eben die Möglichkeit Wasser oder eben Landfläche, Landstriche dann zu erstellen, wenn wir uns dafür entscheiden, eine komplette leere Welt zu bebauen. Hier haben wir die Möglichkeit durch Fences, sag mal, bin ich jetzt blöd? Mir fällt sogar das deutsche Wort gerade nicht ein. Zäune, genau, durch Zäune oder Wegen oder Brücken und Treppen dann hier schon mal was aufzubauen. Natürlich, was wäre das alles ohne Häuser? Ja, wir können uns hier zwischen Fantasie, modernen Zelten und Western-Gebäuden entscheiden. Und hier seht ihr auch, also die Kirche jetzt hier zum Beispiel, die braucht dann eben 200 Holz, aber das kriegt man ganz locker, easy, ganz schnell hin. Und wenn man auch aus der App ist, arbeiten die Arbeiter weiter, aber das zeige ich euch später noch. Dann haben wir hier die Möglichkeit, durch Bäume, durch Pflanzen, durch Gold und so weiter unsere Ressourcen dann eben ja auf der Welt zu platzieren, welche dann eben von unseren Arbeitern dann geerntet werden. So, dann eben Lichter, Ruinen, Goblins, Wasser, also Riesen, Wände, aber es heißt nicht Wände, Walls ist nicht Wand, sondern, bin ich jetzt blöd? Ach Leute, ich weiß auch nicht. Es ist gerade sehr heiß, ist es bei euch auch so heiß? Also wir haben jetzt hier gerade 36 Grad und ich sterbe. Mauern, ich meine Mauern. Und gerade ist mein Kopf so ein bisschen ballerballer, um ehrlich zu sein. Ja, und hier gibt es wirklich eben tausende Möglichkeiten, sich hier so sein kleines Traumwäldchen zusammenzubasteln. Was jetzt hier ganz wichtig ist, das wird auch nirgendwo erklärt, also es gibt auch kein Ziel im Spiel, aber darauf komme ich nachher zurück, wie wir jetzt alles ernten. Wir müssen jetzt dementsprechend zwischen Menschen und Goblins
auswählen und können dann dementsprechend Ressource A oder Ressource B dann ernten. Die Goblins zum Beispiel können Gold ernten und die Menschen dagegen eben Nahrung und Holz. Ein kleiner Tipp, sperrt die ein mit den Zäunen. Dann können die auch nicht weglaufen, nachdem die was geerntet haben, sondern müssen dann immer in diesem Bereich bleiben. Also hier ist auch ein gutes Beispiel. Oh, was ist mit dem Zaun passiert? Irgendetwas ist mit dem Zaun passiert. Okay, das ist interessant. Ich war jetzt mal ein paar Tage nicht im Spiel drin. Das ist ja echt komisch. Was ist da passiert? Naja, nichtsdestotrotz, die arbeiten immer noch fleißig. Oder hier eben. Genau, wird dann hier schön Nahrung eingesammelt. Und hier dann auch. Ja, der Spieleentwickler selber, also wenn ich hier links oben mal drauf drücke und gehe auf Help, also es wird nicht wirklich irgendwas erklärt, zum Beispiel bei Holz, ja, Holz wird von den Menschen gesammelt, indem sie halt Bäume fällen. Und tu einfach ein paar Leute in der Nähe der Bäume platzieren und dann werden sie automatisch anfangen, diesen dann zu fällen. If they feel like it, also wenn sie Lust darauf haben. Und das ist dann auch der Grund, warum ich die dann da auch eingesperrt habe. Und hier zum Beispiel, was ist das Ziel des Spiels? Und ja, in der Riesenwelt von Pocket Build gibt es keine spezielle Aufgabe, die du machen musst. Du hast die Freiheit, alles zu bauen, was du willst. Ein kleines Dorf, kein Problem. Ein Zoo, auch kein Problem. Auf was wartest du? Oder willst du sogar vielleicht eine Stadt mit Goblins aufbauen, die dann halt eben Sklaven haben und für dich dann die Ressourcen ernten? Klar, go ahead, also leg los. So, und hierfür habe ich ungefähr so 2 Stunden gebraucht und es macht wirklich Spaß, abends einfach mal auf der Couch zu sitzen und sich so sein kleines, süßes Traumbällchen hier zusammenzubauen, ohne von irgendwelchen Aufgaben gestört zu werden. Einfach mal die Fantasie freien Lauf lassen. Hier ist auch nochmal so eine Goblin City. Habe ich auch gebaut. Hier lasse ich die gerade so ein bisschen Gold ernten und so weiter und habe dann halt dementsprechend auch die Vegetation da so ein bisschen angepasst hier mit diesen Bergen. Und ja, ich denke, ich werde da auf jeden Fall mal weitermachen, meine Freunde. Und mal schauen, wie das dann am Ende aussehen wird. Ja, heute war es mal ein bisschen relaxed, auch mal ein bisschen was Entspanntes. Ich fand, das ist wirklich was ganz Besonderes, dieses Spiel. Und für 2,29 € macht man wirklich nichts kaputt. Wie findet ihr die Idee und wie findet ihr das Spiel? Also wenn ihr Lust habt, ich würde mich wirklich sehr über einen Kommentar freuen und über ein Like. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst doch auch bitte gleich noch ein Abo da. Ich freue mich sehr. Mein Name ist CoreGamingVS. Let's play, let's go. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.